Hallo und willkommen zum nächsten Teil von Final Fantasy IV The After Years. Wir haben also Theodoros Geschichte und Rydias Geschichte schon durch. Nun schauen wir uns Youngs Geschichte an. Was passiert eigentlich, wenn ich hier aufklicke? Mutter schließt sich den Rotfing rein. Okay, es ist dieselbe Geschichte noch. Hätte sein können, dass das quasi Part 2 oder sowas auftaucht. Nee, gut, wir nehmen dann, machen jetzt einfach in der Reihe weiter mit Youngs Geschichte. Young ist der König von Fabul, doch selbst jetzt macht er noch täglich Übungen mit seinen loyalen Mönchen. Eines Tages flüchtet seine Tochter Prinzessin Ursula von der Burg. Young reist zum Berg Hops, um sie zurückzuholen und ist schockiert, die Rotschwingen am Himmel vorzufinden. Bereit, sein Land zu erobern. Okay. Dann lass es mal sehen, was das ist. Nochmal das Training hier. Treten. Treten, beißen und kratzen. Okay. Kraftschub. Sehr starker Einzelangriff. Okay. Schutzkonter gibt's nicht. Warum auch immer. Da treten doch zwei nochmal. Und fertig. Toll, gab gar nichts. Mit 600 Lebenspunkten bist du der König und der Chef von dieser Truppe. Das ist echt erbärmlich. Ganz passabel, aber ihr müsst noch, euch noch mehr anstrengen. Ihr alle. König von Fabul. Yang Fang Leiden. Die Namen sind nicht die Krönung. Wir verneigen uns vor eurer Größe, Meister Yang. Selbst als König hat sich eure Gewandtheit kein bisschen geändert. Wahre Stärke findet sich im Herzen, nicht im Körper. Ihr habt das Herz auf eure Begleiter zu vertrauen. Ihr habt das Herz auf eure Begleiter zu vertrauen, dann werdet jeder von euch stark werden. Vater? Ja, Ursula. Das ist die Prinzessin. Erkennt man daran, dass sie die Tochter vom König ist. Bitte, Vater, ich flehe dich an. Erlaube mir, die Ausbildung bei mir, bei dir zu machen. Erlaube mir, die Ausbildung bei dir zu machen. Meine Antwort steht, meine Tochter. Aber warum nicht? Ich bin vielleicht die Prinzessin dieses Königreichs, aber darüber hinaus bin ich auch eine stolze Bürgerin von Fabul. Ist es denn so falsch, wenn ich meinen Geist und Körper stärke? Du brauchst nicht stärker sein. Aber Vater. Meister Young. Was geht, Digga? Alter. Dringende Neuigkeiten, Eure Hoheit. Was gibt's? Bitte lass es uns im Thronsaal besprechen. Na, dann machen wir das mal, wa? Ursula, hör mir zu. Du bist die Kronprinzessin von Fabul und du solltest deine Stellung nicht vergessen. Du darfst dich auch noch prügeln mit deinen Jungs als König. Keiner von euch sollte das. Also ohne Hintergrund macht der Dialog eigentlich nicht so wirklich Sinn. Jetzt ist sie traurig und keiner weiß warum. Also keiner weiß, warum er sich so entscheidet. Warten. Schon wieder Ursula? Ja, schon wieder Ursula. Ich komme nicht umhin, mich zu fragen, woher sie so eine sture Ader hat. Sie auch. Die könnte von dir stammen, Schatz. Ganz ohne Zweifel.
Ich bin zeitweise vielleicht etwas eigensinnig, aber ich konnte dir nie das Wasser reichen. Ich weiß, wir müssen das nicht schon wieder durchkauen. Verzeihung, Meister Yang. Ach, Entschuldigung, also ihr wolltet mir etwas sagen? Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, mein Lehnsherr, aber dunkle Schatten scheinen über Baron zu liegen. Da müsst ihr falsch liegen. Cecil würde in seiner Nation niemals etwas schiefgehen lassen. Das ist ja nichts, worauf man immer Einfluss hat, ne? Einige Berichte besagen, dass mehrere Kristalle nun in Barons Besitz sind. Was? Das ist absurd. Eure Hoheit? Yang reicht auch, mein Herzog. Es lässt sich nicht abstreiten, welche ruhmenswerten Taten ihr und Cecil verbracht habt, um unser Land zu retten. Jedoch, und jetzt warten wir, jedoch, Barons letzter Herrscher war ein ähnlich berühmter Ritter und doch fiel sein Herz letzten Endes dem Bösen anheim. Das kann man nicht bestreiten. Ich weigere mich zu glauben, dass ihm so etwas passieren könnte. Jedem, aber nicht Cecil. Aber wenn dies nicht der Fall wäre, wie sollte man dann erklären, warum Baron plötzlich wieder Kristalle sammelt? Sowohl Königin Rosa als auch Cid sind in Baron und würden solch eine Farce beenden. Was ihr da behauptet, ist einfach zu ungeheuerlich. Mag so sein, aber die sind ja nicht mehr da. Meister! Kommt da noch einer angetrottet. Das hätten wir nicht noch genug hier im Thronsaal. Die Prinzessin ist entkommen. Sie hat sich dem Griff der Wächter entwunden. Nicht schon wieder. Unterwegs zum Berg Hobbs, kein Zweifel. Ich kümmere mich darum. Guck mal, der König müsste doch eigentlich seine Leute rausschicken. Der könnte sich doch auch, wenn er sich standesgemäß verhält, nicht wirklich einfach selber davon machen. Aber er darf das, seine Tochter offensichtlich nicht. Aber irgendwas muss wegen Baron geschehen, Eure Hoheit. Genau, es gibt wesentlich dringendere Dinge als seine Tochter gerade. Mein Vertrauen in Cecil wankt nicht. Das wirst du bitter bereuen. Lass uns mit euch kommen, Meister. Nein, ihr müsst hier die Burg bewachen. Nun dann, Zeit für den Abschied. Ja, Herr. Die zwei Mönche haben sich der Formation angeschlossen. Okay, dann haben sie sich eben angeschlossen. Meine Güte. Haben die zwei Mönche auch Namen oder ist das Mönch A und Mönch B? Mönch A und Mönch... Oh, ich glaub's nicht. Das war ein Scherz. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich glaub es ja nicht. So, ist hier noch... Hier ist der Kristall noch da. Und wenn du jetzt abhaust, dann ist der Kristall nachher weg. Wir klicken ihn trotzdem mal an. Der Windkristall leuchtet still vor sich hin. Tja, macht er so. Ja. Dann gehen wir mal. Von dannen. Laufen wir hier noch in die Türme rein. Man kann hier in der Herberge speichern, man kann Sachen kaufen. Werden wir mal alles überspringen, weil wir keine Kohle haben. Aber vielleicht liegt hier irgendwo eine Kiste. Na dann. Auf geht's zum Berg. Ich schätze mal, hier der Berg wird sein. Nee, der ist es nicht. Das ist wahrscheinlich genau der Berg, den ich als letztes aufsuchen werde. Die Channel-Zeit ist schon echt riesig. Okay, fürs nächste Mal wissen wir, wir müssen erst auf den hauen, der hat mehr Lebenspunkte. So, A und B, habt ihr gut gemacht.
Also tatsächlich der Berg, der dir direkt um die Ecke liegt. Wie passend. Ich kann vorhersagen, dass es Mönch A und B sein wird, aber ich kann nicht vorhersagen, in welche Richtung ich gehen muss. So ein bisschen einlullen die Musik, da verfällt man irgendwie in Ruhe. Fällt mir schwer, irgendwas zu sagen. Ich könnte es einfach einhören und einschlafen. Anhören und einschlafen. Einhören und einschlafen. Ehrlich. Also, ist schon spät. So, Mönch A ist gestiegen. Und Mönch B auch. Hey, Naru? Hab ich dich, weißer Kokobo. MP wiederhergestellt. Cool. Hab ich dich, Kokobo. Ah, cool. Gut. Können wir zumindest ein bisschen durch die Gegend rennen. War also auch falsch, es war nicht da. Gesagt ein bisschen. Nein. Naja, ich muss sowieso ein bisschen Levels aufbauen. Wo ist denn der Berg, wo ich hin muss? Hilfe? Zelt haben wir nicht so wenig dabei, dann hätten wir mal einpacken wollen. So. Ehrlich. Der ist noch einmal am Leben geblieben. Das ist ja blöd. So, A und B sind aufgestiegen. A-Hörnchen und B-Hörnchen. Was haben wir denn überhaupt dabei? Eine Goldnadel, wir haben echt nichts gekauft, ne? Magie haben wir nicht. Ja, dann gehen wir nochmal ins Schloss zurück. Was soll's. Ich habe gerade eh keine Ahnung, wo ich hin muss. Hier war der Waffenschmied, den brauchen wir nicht. Hier ist der Item-Typi. Oh, man kann mit ihr auch quatschen. Willkommen. Du hast also Offensiv-Items. Nochmal 5 Stück davon mit. Und dann nehmen wir noch ein paar Stück von denen mit. Und zwar für 350. Und dann übernachten wir nochmal kurz. Fangen wir frisch ausgeruht mit unserer Reise nochmal an. Zunehmender Mond ist... was war denn das noch? Das ist weiße Magie hoch, schwarze Magie runter, uninteressant.
Tooltips braucht kein Mensch mehr. Ja, ich bin mir ein bisschen unschlüssig, was für ein... Da ist die Karte. Oh, komm schon. Ich habe echt keinen Plan, welcher Berg das sein soll, den ich da, auf den ich raufkraxeln soll. Ich soll doch auf den Berg, oder täusche ich mich? Oh nee, ich muss nach Westen rüber. Da ist also eine Landzunge, über die ich rüber kann. Präventivschlag. Noch keine Gruppenfähigkeiten. Gucken wir mal, ob Treten irgendwas auslöst. Ich weiß jetzt nicht genau, was das war. Aber egal. Wir müssen hier einfach über die Landzunge rüber. So wie es scheint. Und dann werden wir schon zum richtigen Berg kommen. Oh, die können alle treten. Dann ist ja gut. Ich dachte, das sind einfach nur Statisten, die können angreifen und sonst nichts. Ja, das wird er sein. Berghops aus Tang. Ja, manchmal kann es so einfach sein. Treten, beißen, kratzen, das ist eine gute Strategie, glaube ich. Zumindest für so viele Gegner-Mobs. Eine Potion. Zwerge schon wieder. Bams! Da hast du. Sehr schön. Kiste. Noch eine Potion. Das ist akzeptabel. Berghops, Ostpfad. Osthang, Ostpfad. Ich kann nirgendwo auch nur das geringste Anzeichen von Ursula sehen. Ist sie groß genug geworden, um es alleine so weit zu schaffen? Oder ist stattdessen etwas Schlimmes passiert? Ja, hätte sie vielleicht mal lieber trainieren sollen. Wäre schlau gewesen. Auch wenn das langweilig ist, aber ich halte das tatsächlich für die beste Strategie. Bam, bam, Bigolo. Dann sind wir auch endlich mal aufgestiegen. Gibt gleich 61 Lebenspunkte mehr, das ist schon gar nicht schlecht. Moment mal. Hier gibt es noch eine Kiste.
Zelt. Hervorragend, das können wir gleich da vorne benutzen. Heilpotion. Oh, die sind schon ein anderes Kaliber hier. Aber ich glaube, angreifen ist tatsächlich bei denen hier die bessere Lösung. Ja, ich glaube, wenn wir jeder einmal angegriffen hätten, dann hätten wir es auch geschafft. Ja, A-Hörnchen, B-Hörnchen wieder aufgestiegen. Sehr schön. Jetzt haben wir Vollmond, was bedeutet, dass physische Angriffe stärker sind, oder? Täusche ich mich hier? Ne, physische Angriffe sind schlechter. Das ist schlecht. Ich habe aber nicht genügend Zelte dabei, um... Ach Gott. Ja. Na gut. Wir haben ja im Prinzip Schwarzmagie mit in so einer Angriffen drin. Ich hoffe mal, dass das hilft. Ursula. Sie wird angegriffen von Goblins. Ja, genau. Ursula, Prinzessin. Zack, zack, zack. Die macht das ganz alleine, ne? Egal, treten. Nahtwohl. Ich wette, mit einem, wenn ich nicht Vollmond gehabt hätte, dann wäre. Dann wäre mit einem Treten wären die tot gewesen. Bin ich mir ziemlich sicher. Oder immerhin 660 hier. Was? Ein Bomberman? Ursula! Halt dich da raus, Vater! Das wird nicht so leicht werden, Ursula. Glaube ich auch. Aber wir probieren einfach mal drauf zu hauen. Gegen Feuer im Mond, das ist ja interessant. Aber wir können einfach hier auf Automodus machen, glaube ich. Das wird schon gehen. Ist das, weil sie hinten steht, dass sie nicht attackieren kann? Ja, das ist sicherlich daher. Ja, war klar. Explodiert gleich und macht uns alle platt, ne? Ja. Ich glaube, wir haben es verkackt. Wir hätten hier mal den Dingsangriff machen sollen. Massive Explosion? Ja, wir sind tot. Ach nee, doch nicht. Was?
Das machen die doch jetzt nicht auch alle noch, oder? Dass die jetzt wieder in mehrere explodieren? Oh, das wäre ja da, das wäre ja die Krönung. Ja, okay. Tot. Ach, das ging ja noch. Gibt das wenigstens gute EP? Nö. Ursula ist auch noch aufgestiegen. So, haben wir Vater und Tochter plus A-Hörnchen und B-Hörnchen. Vater. Du dummes Mädchen. Was? Du hast nicht nur meine ausdrücklichen Anweisungen missachtet, du bist auch noch ganz alleine in die Wildnis gegangen. Was hast du dir dabei gedacht? Du musst einen Grund gehabt haben. Die Sternschnuppe. Die war's? Vor ein paar Tagen sah ich eine Sternschnuppe in der Nähe von Berg Hops niedergehen. Und was hast du, das hast du mir verschwiegen? Warum? Wenn ich es dir gesagt hätte, hättest du mich dann noch mitgenommen, um das zu untersuchen? Hätte ich sowieso nicht mitgenommen. Das ist der Punkt. Du hast recht. Und jetzt zurück zur Burg. Los. Bitte lass mich mitgehen. Ich verspreche auch, nichts Übereiltes zu tun. Naja, du bist hier. Das war ja schon übereilt. Du willst also, dass deine Tochter ganz allein durch die Wildnis zurückgeht? Tja, touché. Wir werden die Prinzessin gerne für euch beschützen, Meister Yang. In Ordnung, du hast gewonnen. Aber was auch immer du tust, halte dich nur von Gefahren fern. Sie wird mit dir kämpfen. Wie viel weniger Gefahr soll es denn werden? Absolut. Prinzessin Ursula hat sich der Formation angeschlossen. Jetzt müssen wir mal checken. Wir können ja dann noch Reihe und sowas ändern. Die hat ja ziemlich viel nicht getroffen. Gruppierungen, die haben also... Aber da müssen wir noch ein bisschen lernen. 5 Sterne. Führt einen mächtigen Angriff aus. Nein, Reihenfolge wollte ich wissen. Ändern. Ja, dann lass sie hinten stehen, meine Güte. Dann machen wir das so. Und in die Höhle. Bergkops, Westhang. Also wäre schon fast durch. Zelt, sehr schön. Gucken wir nochmal hier rein. Westplattform. Müssen wir vielleicht mal die Lütte hochheilen? Da habt ihr Mädels. Na gut. Da habt ihr Mädels. Ja, man sieht auch an den EPs, dass es... Hey, wir haben 5 Sterne gelernt. Okay. Da ist eine... ein Speicherpunkt. Nutzen wir nochmal das Zelt, das wir aufgesammelt haben. Dann sind zumindest die physischen Angriffe nicht mehr geschwächt. Nee, die sind sogar gestärkt jetzt. Perfekt. Ja, dann speichern wir und dann ist die Folge auch schon am Ende. Würde ich behaupten. Haben wir da 30 Minuten rum, das reicht auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.